So, dann gehen wir jetzt nach unten. Und zwar durch den langen Gang da. Drehen wir uns mal. Genau, das ist doch besser. War das hier schon der Gang? Tatsache. Dann schauen wir uns mal hier drauf an. Was ist denn hier los? So, hier sind ganz viele Viecher irgendwo drinne. In den Zellen. Die Türen können wir nicht öffnen. Und auch, dass du nicht angekotzt wirst, können wir uns mal drehen. Dankeschön. Irgendjemand spricht mit uns. In den Zellen sind auch nette Genossen. Kotzen hier rum. Mann, ey, kein Benehmen. Das knackt sich von heute. So, was haben wir denn hier? Eine Wachspuppe. Okay. Opferung und die Kunst der Dämonenbeschwörung. Vorhin sehr, das heißt, diese cool, die fallen Engel der Gnade und des Wohlwollens. Ich schätze, ich sollte mir darüber nicht so viel Gedanken machen. Was ist das da? Das will er nicht sagen. Irgendwo, jemand hat hier ziemlich Okkultismus betrieben. Hat man gar nicht gesehen, ey. Voll mies, ey. Gucken wir uns mal um hier. Drehen wir uns mal. Genau, so kann man es auch besser überblicken. Gucken wir uns mal Gesundheit an. Pistole, neu laden. Und die Gesundheit könnten wir auch mal aufbessern. Wir haben jetzt eine Wachspuppe. Das Feuerzeug. Was sind denn eigentlich diese... Tafel. Metalltafel mit der Endschrift, die Verführung auf der einen Seite fand sie in der Dusche. Ja, mit dem Schwein, naja, wer weiß, wofür das wieder gut ist. Ja. Pistolen ist gut. Na komm. Schüsse, ey. Der immer mehr, ey. Auf dem Sack. So, dann gucken wir mal hier rein, links und rechts. Links können wir auf jeden Fall rein. Tritt drauf. Jawohl. Hier liegen blutbefleckte Kleidungsstücke. Aber irgendwas liegt hier noch rum. Gewehrpatronen. Sonst noch irgendwas? Schloss ist kaputt. So, wir sollten mal nachladen. Ne, hat er gerade sogar automatisch gemacht. Gut. Dann wieder raus hier und mal gegenüber reingeschaut. Dumm, die dumm. Da können wir auch hin. In einen riesigen Hof. Mal. Ich bleib mal hier mal an der Wand erstmal stehen. Gucken uns mal um. Hier in den Ecken, an den Seiten. Nix. Okay, dann wagen wir es mal und gehen einfach mal geradeaus in die Nacht hinein. Aha. Da ist ein Galgen. Seht ihr das? Ich gehe mal ein Stück zurück. Na. Drei Galgen. Und zwei Pyramid Heads, die da wachen dran. Aha. Da kommen drei Tafeln rein. Ich gebe dir Blut als Zeichen meiner Buße für die drei Sünden. Steht oben auf dem Bild. Unter dem Bild gibt es drei quadratische Vertiefungen. Aber wir haben erst zwei Tafeln. Ups. Können wir mal da hoch? Drei Stricke hängen vom Gerüst. Na, hängen sie doch mal an eins ran. Gut.
Entschuldigung, dann wissen wir hier, dass wir hier mit den Tafeln hin müssen, wenn wir die dritte auch noch irgendwie mal gefunden haben. Gut zu wissen. So, dann gehen wir mal weiter. Irgendwo muss es ja diese dritte Tafel noch geben. So, da ist eine Tür. Da können wir auch rein. Hier geht es zurück. Ist jetzt offen, wollen aber gerade nicht zurück dahin. Los, dreh dich um. Hier sieht es nicht so schön aus, hier ist auch alles zu. Glaube ich doch zumindest, oder? Nee, kannst du rinnen? Ja, schön, dass ich hier rinnen kann. Was ist das hier? Disco Pogo Konzert? 436 Zuschauer bei einem Konzert, Tatsache. Aha, der Künstler hatte... Was ist das da? Fliegende Frau. Superwoman oder was? Kannst du nicht mal drehen? Mann, ey, ich hasse diese Kamera. Zweite Zelle, können wir da rein? Nicht öffnen. Das hört sich auf jeden Fall nicht so schön an. Da oben ist auch irgendwas. Aha. Tafel der Unterdrücker. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Tafeln und können zurück. Kannst du nicht aufbrechen. Was soll das denn jetzt? Jetzt auf immer doch? Was ist denn das für ein Blödsinn? So, okay. Drehen wir uns mal um. So, jetzt gehen wir erstmal zu dem Geigen zurück. Wir haben jetzt die Tafeln. Obwohl, wir gucken uns erstmal um, was hier noch so alles ist. Können wir uns mal die Karte angucken. Links hinten ist noch ein Gang. Gucken wir mal, ob wir da hin können. Ansonsten geht's zurück zu diesem Geigen. Kommen wir durch? Nö. Gut. Hat sich das erledigt? Drehen wir mal um, genau. Dann gehen wir hier gleich mal links wieder raus. War die Tür hier? Hier ist die Tür. Okay, dann geht's ab zum Geigen. Und wir haben jetzt drei Tafeln, die wir hier einsetzen. Nee, nee, nee. So, der Unterdrücker. Verwenden. Ich hoffe, wir müssen die nicht in irgendeine Reihenfolge machen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob die relevant ist. Ja, scheint ja schon irgendwie, dass er die in eine Reihenfolge macht. Irgendwem geht's gerade nicht gut, glaube ich. Der hier gerade geschrien hat, ein tolle. Irgendjemand hat geschrien, ich weiß aber nicht mehr wer. Ach, war jetzt nicht irgendwas hier? Irgendwo, dass wir was finden mussten? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr genau. Ich dachte, ich jetzt hier einfach gehe. Ich muss mich mal umsehen hier. Ich dachte, irgendwas wäre jetzt hier, lege jetzt hier rum. In Erinnerung. Stimmt das? Da, irgendwas liegt hier. Da, ein Hufeisen. Das Hufeisen haben wir bekommen durch durch eben, dass wir das aktiviert haben mit den Tafeln. Genau. Dafür gab es das Hufeisen. So, jetzt haben wir ein Hufeisen. Wir haben Wachs und wir haben ein Feuerzeug. Und damit können wir uns einen Griff basteln. So, wir können mal die ganzen Zellentüren noch
checken. Wollen wir das überhaupt? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Nee, ich will die nicht checken. Wiedersehen. Ich will euch nicht checken. So. Dann müssen wir wieder hinten rum. Nein, glaube ich. Durch. Und hinten zu dieser Luke hin. Und jetzt kombinieren wir. Ne. Wachspuppe, wo haben wir sie? Kombinieren mit. Kombinieren und. Verwenden. Alles drei zusammen kombiniert und verwendet. Und er macht es. Aha. Und schon haben wir einen Griff, um die Luke zu öffnen. Und wir haben wieder ein Loch. Hineinspringen. Wieder jetzt tiefer. Ja, diese Sequenzen funktionieren bei mir irgendwie nicht. Sind aber auch nicht relevant. Sind wir schon wieder irgendwo? So. Haben wir hier auch eine Karte von? Ah, wir sind im B1 Flur. Wir haben 4 Räume und eine Treppe. So. Alles nix. Dreh dich mal um. Da ist eine Tür. Auf der Karte ist dort aber gar keine Tür. Oh oh. I. Da liegen Leichen. Oh fuck. Hat sich das gerade bewegt oder habe ich mir das nur eingebildet? Alter, wo sind wir hier? Ich mir überlege, die können ja nicht so lange da drin liegen. Sonst wären die ja schon längst verwesen. Die sehen auch relativ frisch aus, alle. Und warum sind hier Blutspuren relativ frische? Ach du Scheiße. Und wieder ein Loch, was tiefer führt. Ich glaube, ich spinne, ey. Da ist ein Loch im Fußboden. Ich kann keinen Boden sehen. Wie weit führt das? Wieder mal sind wir hinuntergesprungen. Und wieder mal haben wir es noch mal überlebt. Wir wachen irgendwo auf. Wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wo wir sind. Gucken uns mal ein bisschen um hier. Wirklich finden tun wir allerdings nichts. Gut. Und hier ist wieder eine Tür. Das ist doch echt nicht zu fassen. Noch ein Loch. Muss ich wirklich hinunterspringen? Nur wenn du schon mal dabei bist. Es ist tierisch düster mittlerweile. Also draußen im Silent Hill war es ja auch düster, kann man ja nicht sagen. Aber es ist auch total ruhig, damit es auch diese... Da liegt irgendwas. Wo? Oh, genau. Da hinten oder was? Irgendwas ruckelt gerade. Haben wir es bald? Rechner? 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 Hörst du auf zu ruckeln? Oh, ich hasse, wenn sowas passiert. Können wir mal kurz Pause machen? Irgendwie läuft gerade was im Hintergrund, was nicht laufen sollte. So, hat er es jetzt. Er hat es jetzt. Das liegt alles in den Ecken vom Fahrstuhl oder was? Mhm. Schrottpatronen?
Hilfekasten. Gewehrpatronen. Und der Fahrstuhl fährt noch weiter nach unten. Wenn wir überlegen, wie oft wir jetzt nach unten gesprungen sind. Und den Gang damals nach unten und weiß ich nicht, was alles nach unten gefahren sind, geht es immer tiefer. Also frag mich, wer hier hin geschafft hat, noch einen Fahrstuhl einzubauen. Auf jeden Fall müssen wir diesmal nicht springen. Was natürlich schneller gegangen wäre, aber vielleicht ist es auch mal gut für die Gesundheit, dass wir nicht springen. Und man hört keine Musik mehr, man hört nur noch diese düsteren Geräusche, damit man sich auch wirklich erschreckt, wenn irgendwas kommt. Damit man richtig düster in diesem Spiel auch drin ist. Und es geht ganz schön weit tief. Da kann ich noch einen Schluck Kaffee nehmen, das noch ein bisschen dauert hier. Wie weit geht denn das noch hier? Aha! Das sieht doch aus, als ob das jetzt aufgehen würde. Sehr gut. Und alles gemauert hier. Eine Tür. Speicherpunkt. So, Freunde. Ein Speicherpunkt. Und ich speichere mal hier. Und wir sehen uns dann an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Ciao.